Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde von Die Hahn. Heute mal wieder mit einer eher negativen Nachricht. Ihr seht es ja wahrscheinlich schon auf dem Bildschirm, im Titel des Videos. Es ist wieder mal soweit. Knapp ein Jahr ist es her, dass ich das letzte Mal gehackt wurde, beziehungsweise dass ich das erste Mal gehackt wurde. Und jetzt eben knapp ein Jahr später ist es fast wieder soweit. Ich kann froh sein, dass ich noch keine Team of the Year Spieler etc. habe. Sonst hätte es mich wahrscheinlich noch wesentlich härter getroffen. Wieder einmal wurde ich gehackt. Wieder einmal war es eine gezielte Attacke. Es geht ja letztendlich gar nicht anders. Und wieder einmal muss ich daraus, dass ich euch gegenüber komplett offen und ehrlich bin, die Konsequenzen ziehen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich nicht, wie ich es weiter handhaben soll mit den Livestreams oder generell mit meinem Verhalten euch gegenüber. Ich meine, in den Livestreams, alle möglichen Sachen von mir habt ihr gesehen. Ich bin euch gegenüber immer ehrlich gewesen. Ich bin immer offen euch gegenüber gewesen. Bei Skype habe ich jeden Arsch angenommen. Ich habe immer mit jedem geschrieben. Und was ist? Letztendlich kommt immer irgendeiner mit einem Messer an, auch wenn es nur einer von euch ist, und stichelt letztendlich drin rum. Hauptsache, es tut letztendlich weh und das muss letztendlich einfach nicht sein, wenn ich ehrlich bin. Ich denke mal, das ist auch verständlich. Und dementsprechend muss ich die Konsequenzen ziehen und muss dementsprechend auch handeln. Aber darauf komme ich gleich zu sprechen. Denn was hat der gute Herr getan? Er hat bei meinem Origin-Account sowohl die E-Mail-Adresse und auch das Passwort geändert und dann meinen ganzen Account leergeräumt. Was ich dazu obendrein noch sagen kann, falls er das Video selber sehen sollte, beziehungsweise es waren definitiv zwei Leute, falls die beiden Leute das Video sehen sollten, passt auf, mit wem ihr das nächste Mal nebenbei schreibt. Denn ich war einer von den Leuten, mit denen ihr geschrieben habt. Und ich habe letztendlich alles auf Screenshots. Und ich würde verdammt aufpassen, auf was für Server ihr geht. Denn ich habe zusätzlich noch eure IP-Adresse, beziehungsweise deine IP-Adresse von der Person, die bei mir im Account drin war. Ja, hat ziemliche Scheiße mit meinem Account zu anderen Personen geschrieben. Müsste man mal aufpassen wegen Rufmord und was all den Kram angeht. Möchte ich mich aber nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Aber was auch sehr schön ist, als ich dann heute Morgen meinen Origin-Account wiederbekommen habe und ich mich in Origin eingeloggt habe, habe ich in FIFA dein Dauerprofil gesehen. Das hat sich nämlich mit meinem synchronisiert. Und der Name des Dauerprofils, ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass es nicht der Fall ist. Ja, der Zufall ist meines Erachtens nach, dass dein Dauerprofilname ein Name von einem YouTube-Kanal ist. Und zwar ein relativ kleiner. Deswegen denke ich mal nicht, dass das ein Fan ist oder sonst irgendetwas. Es sind zwei Leute, die diesen Kanal betreiben. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich sage einfach nur dazu, dass sie höllisch aufpassen sollen, denn ich werde mich mit den beiden in Verbindung setzen. Und das erst über YouTube, sonst wird es ein bisschen persönlicher. Ansonsten, was kann ich sonst noch sagen? Ja, Stream etc. Ich bin mega angepisst. Ich weiß nicht, wie ich das weiterhin handhaben soll. Generell mein Verhalten, ob ich das irgendwie euch gegenüber ändern muss. Natürlich ist es nur mein kleiner Teil, aber es kann doch nicht sein, dass ich mit 18.000 Abonnenten als kleiner YouTuber, der ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, da drin nur rumgestachelt wird und rumgehatet wird ohne Ende. Also ich meine, ich bitte euch, ich habe niemandem was getan oder sonst was. Meint zu machen, was ihr meinen müsst. Auf jeden Fall, mein Verein ist platt, alle meine Spieler sind weg. An die Person, die mir in Form, die mir 1,5 Millionen für damals in Form Ronaldo geliehen hat, du kriegst deine Kohle wieder, auch Schosch kriegt seine Kohle wieder, ist alles in Ordnung, ich werde das alles bereinigen und werde das alles hoffentlich klären können. Ansonsten, ja, ich muss sehen, wie ich das mit den Livestreams in Zukunft handhaben werde. Momentan, wie gesagt, hält sich meine Lust echt in Grenzen, aber ich denke mal, da werde ich mich wieder aufrappeln. Und dann wird es wohl Zeit, dass wieder die Road to Next Hack weitergeht. Ich werde mir was einfallen lassen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hey, euer Hahn.